Hallo YouTube, hallo Mitspieler, herzlich willkommen zurück hier beim Tutorial zu Prison Architect. Heute wollen wir uns mal um die Küche kümmern. Die Küche ist eins der wichtigsten Gebäude oder einer der wichtigsten Räume im Prison Architect, denn ohne Essen gehen die euch irgendwann hier auf den Keks. Und ja, eigentlich ist fast jedes Gebäude wichtig, aber die Küche, die zählt halt schon zu den etwas wichtigeren. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, wie macht man das am besten mit der Küche? Also die Küche ist ein ganz normaler Raum. Im Prinzip könnt ihr hingehen und könnt sagen, okay, die Küche, da haben wir sie, die braucht ja einfach nur ein bisschen Platz. Ich glaube, die hat gar keine Größenangabe, wenn ich das so richtig sehe. Die kann also auf ganz kleiner Fläche passieren. Allerdings, die Größe wird definiert durch den Inhalt. Ich persönlich tendiere eigentlich ja eher zu größeren Küchen. Wir bauen hier einfach mal ein kleines Gebäude. Ich bin gerade am überlegen. 7 Meter, das sind 5 Meter intern. Das kommt hin. So, machen wir hier mal den Raum. Lassen dann mal unsere Arbeiter lostigern hier. Es wird sich natürlich anbieten, parallel auch die Kantine zu bauen, aber ich will es jetzt mal nicht übertreiben. Wir gehen das Ganze mal ein bisschen langsamer an hier. So, machen wir hier die Tür hin. Dann sollen die Jungs hier mal bauen. Bin mal gespannt, wann die uns hier auf den Keks hauen. Weil gute Laune werden die nicht mehr haben. Am dritten Tag, wo wir das Spiel jetzt schon laufen haben. Für dieses Tutorial. Aber im Tutorial ist es mir wurscht, dann sollen sie uns halt auf den Keks hauen. Oh ja, wunderbar. Jetzt haben wir da die Tür eingebaut und haben natürlich noch keinen Außenbereich. Ah, die bleiben aber brav drin im Yard. Wundert mich. So. Dann bauen wir hier natürlich noch Mauern, ist ganz klar. Und dann haben wir hier die Küche. So, Kitchen. Markieren wir das Ganze mal und das braucht natürlich auch noch Strom und da gibt es natürlich auch eine, ja, ganz nette Idee, einen Stromplan zu verlegen. Ach du lieber Himmel, ist das jetzt weit weg? Na, ist vielleicht nicht ganz so clever. Machen wir es mal so. So, die tragen auch schon die Lebensmittel hier rein und das hängt damit zusammen, dass die Lebensmittel eben in der Küche verarbeitet werden müssen. Wir brauchen für den Auftrag ja auch zwei Köche eigentlich. Die holen wir uns gerade mal, weil die schon mal helfen können. Und die Küche, die braucht natürlich auch gewisse Dinge, die dann eben in der Küche selbst ja genutzt werden müssen, also Objekte. Da gibt es zum Beispiel die Spüle, die ist 3 breit, bietet sich also an, die an so eine Wand zu stellen, die eben 3 breit ist. Dann haben wir noch den Bin, der ist recht interessant in der Küche, denn darin werden die Abfälle gestaut. Und das heißt, die räumen die ganzen Abfälle in den Bin und tragen die nicht immer weg. Dann kommt einmal ein Arbeiter und holt die Abfälle. Das ist ganz nützlich. Dann haben wir die Fridge, das ist also sowas wie ja eine Kühltruhe. Also eigentlich ist es eine Kühltruhe. Wenn man näher ranzoomt, ich zeige das mal hier. Dann sieht man hier vorne so ein paar Lampen und Bedienelemente. Hier sieht man nicht, in welche Richtung das Ganze steht. Hier sieht man die Rückseite und hier sieht man wieder nicht, in welche Richtung das Ganze steht. Ich kann es euch am besten, glaube ich, am Klo erklären. Wenn ich den drehe, dann schaut der Klo erstmal nach links, dann nach rechts. Und genauso ist es auch hier beim Fridge. Der schaut so nach links und so nach rechts. So. Den stellen wir logischerweise mal hier an die Wand. Weil da legen wir ja auch einen Strom hin. Der braucht Strom, der braucht direkten Stromanschluss. Da reicht es nicht, dass er irgendwo ein Kabel hinlegt, sondern er braucht einen direkten Stromanschluss. Dann brauchen wir noch einen Cooker. Da haben wir das gleiche Spiel. Hier sieht man es ein bisschen besser. Wenn wir es drehen, schaut er nach links, schaut er nach rechts. Die Bedienelemente und der Herdöffner.
So, an dem bauen wir einfach mal hier unten nebendran, wo Strom ist. So, soll es auch erstmal gewesen sein. Dann haben wir eigentlich schon eine Küche, so wie sie sein soll. Das ist schon eine gute Küche. Mit der kann man schon was anfangen. Okay, da ist schon. Brauchen wir nicht mehr machen. Gut, jetzt müssen wir dafür sorgen, dass hier Strom ist einerseits. Und dann müssen wir noch dafür sorgen, dass hier entsprechend die Küchengeräte reinkommen. Und dann haben wir die Küche abgeschlossen. Und dann können die Jungs in der Küche schon anfangen, ja, zu kochen und diverse Gerichte vorzubereiten, Geschirr zu spülen. Und ja, da fängt er auch schon direkt an zu kochen. Und Lebensmittel in den Kühlschrank zu packen, damit die sich länger halten. So, die Spüle braucht natürlich auch noch Wasser. Das ist mir jetzt irgendwie ein bisschen durchgerutscht. Schließen wir mal hier an. Und dann passt das schon. So, dann haben wir schon eine funktionierende Küche. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, das war's. Das ist das Minimum, was man haben sollte. Damit kann man dann schon ein paar Gefangene versorgen und so weiter. Und das passt eigentlich soweit. Die Küche ist hier auch abgehakt. Allerdings, und jetzt kommen wir wieder zu dem Allerdings. Warten wir gerade noch, bis hier Wasser liegt. Dann zeige ich es euch. Es gibt hier nämlich noch etwas, das heißt, mal ranzoomen, mal gucken. Oh, sehen wir gar nicht. Es gibt Sprinkler, die kann man in ganzen Gebäuden anbringen. Man kann die aber auch in der Küche anbringen, zum Beispiel in der Nähe von einem Herd. Dass, falls es hier mal zu einem Feuerunfall käme, dass dann der Sprinkler zum Beispiel hier in der Küche löschen könnte, bevor die Feuerwehr eintrifft, dass es keinen Großbrand gibt oder so. Ich habe allerdings noch kein Feuer gesehen, deshalb verzichte ich eigentlich oft auf die Sprinkleranlagen. Sprinkler brauchen wieder eine direkte Wasseranbindung und dann müssen wir dann entsprechend wieder hier Wasserrohre hinlegen. Verzichten wir jetzt mal drauf. Ich wollte es nur erklärt haben. So, das nächste, was jetzt im Prinzip anstehen würde, wäre eine Kantine. Und das machen wir dann einfach im nächsten Teil, direkt hier im Anschluss. Weil es gehört ja mehr oder weniger auch zur Küche ein bisschen mit dazu, weil wenn die kochen, ist das eine Sache, aber dann haben die Gefangenen ja immer noch nichts zu essen. Dazu brauchen wir noch die Kantine und die steht als nächstes auf der To-Do-Liste. Und ja, deshalb gehen wir dann die To-Do-Liste weiter durch in der nächsten Folge. Ich sag erstmal danke fürs Zuschauen, hoffe, dass euch das ein bisschen weitergeholfen hat hier zum Thema Küche, was wir hier drin brauchen, wie man es am besten anschließt. Was man genauso für Sachen braucht, dass man es ein bisschen größer macht und so weiter. Zur Küche kommen wir später nochmal zurück, denn eine Küche, die hat natürlich auch so ihre Nachteile. Nachteil ist zum Beispiel, das kann ich hier schon mal kurz anreißen, wird allerdings später nochmal ausführlicher erklärt, dass in der Küche auch Gefangene arbeiten können und die können sich in der Küche zum Beispiel auch mit Messern bewaffnen. Und deshalb müssen wir auch aufpassen, wen wir in die Küche schicken zum Arbeiten und wie wir die Leute kontrollieren, die aus der Küche rauskommen nach der Arbeit. Es ist also der erste Raum von allen, die wir bisher gebaut haben, der auch die Gefangenen mit Dingen versorgt, die wir eigentlich gar nicht haben wollen, dass die in die Finger kriegen, nämlich Messer. Damit können die auf Wachen losgehen, können sich gegenseitig abstechen. Dann haben wir ein Sicherheitsrisiko im Knast. Und ja, das macht die Küche so ein bisschen zu einem zwiespaltigen Gebäude. Wir brauchen sie einerseits und auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein Gefährdungspotenzial. Das soll es aber erstmal gewesen sein hier zum Thema Küche. Und ja, weiter geht's mit der Kantine in der nächsten Folge vom Tutorial. Bis dahin noch viel Spaß auf YouTube, noch viel Spaß, ja, mit den anderen Videos hier auf dem Kanal. Und ja, macht's gut, bye bye.